Im Rahmen eines gemeinsamen Schulprojekts mit GemeindeTV und der Hack Ips sind folgende Videos entstanden, die wir euch nicht vorenthalten wollen. In Österreich fallen jährlich 900.000 Tonnen Plastikmüll an. 31% davon sind Verpackungen, die nur einmal verwendet werden. Mit jedem Jahr werden mehr Produkte in Plastik verpackt. Alleine seit 2008 hat sich das jährliche Aufkommen von Plastikverpackungsmüll um 50.000 Tonnen erhöht. Bei mir fängt es eigentlich schon beruflich an. Ich arbeite nämlich in einem Kunststoff-Recycling-Center. Wir dann den Kunststoff aus Elektroschrott noch einmal ein neues Leben vermitteln. Eigentlich von Grund auf alles, was möglich ist. Also von Plastikflasche bis Mülltrennung. Momentan, ich habe nur die Plastikflasche, weil wir wohnen im dritten Stock und das ist wirklich schwer mit den Glasflaschen. Also mit unserem Alter haben wir keinen Aufzug. Weil das Plastik belastet sehr die Umwelt und das Glas ist umweltfreundlicher. Ich kaufe nur in Glasflaschen, weil das einfach Mehrweggebinde sind und ich glaube, wir können es uns nicht leisten, dass wir so viele Rohstoffe verbrauchen und dann immer daraus Müll machen. Die Untersuchungen zeigen, dass Glasverpackungen in der Regel eine sehr hohe Recycelfähigkeit von über 90% erzielen. In Glas gelagerte Lebensmittel können lange haltbar gemacht werden. Außerdem geht das Material mit anderen Stoffen keine Wechselwirkung ein. Das bedeutet, bei Glasbehältern gehen im Gegensatz zu anderen Verpackungsmaterialien praktisch keine Schadstoffe in das verpackte Lebensmittel über. Ich war da nur für radikale Idee, zum Beispiel auf guten Gläser und so, auch überall Pfand drauf, da, dass man das einfach nicht fertige Produkte zum Müll werden lässt und dann wieder ein Produkt draus machen muss. Wäre mein Ansatz. Ab dem 1. Jänner 2025 wird in ganz Österreich ein Pfandsystem für Einweg-Getränkeflaschen und Dosen eingeführt. Es betrifft Getränkeflaschen und Aludosen von 0,1 bis 3 Liter. Sie werden mit einem Symbol gekennzeichnet. Zu guter Letzt möchte ich Ihnen drei Tipps für den Umweltschutz mit auf den Weg geben. Erstens, verwenden Sie beim Einkaufen Stoffsackerl anstatt von Plastiksackerl. Zweitens, kaufen Sie regionale Produkte ein. Drittens, kaufen Sie bei Drinkers Paradise ein.